Hallo zusammen, heute mit dem Rad unterwegs. Hier geht's lang, Rhone Route 1. Und erst von Balschida da vorne gestartet. Mal einen anderen Teil. Und wirklich schönes, traumhaftes Wetter. Runtergeschneit, man sieht den Schnee auf den Bergen. Sehr schön. Ein wunderschöner Baum, Kiefer, mit Mistelkraut dran. Echt schön. Und dort ist St. Germain. Und ich bin eben von hier gekommen, am Heliport vorbei, Raro. Da, wo die Helis immer zum Retten ausrücken müssen. Ja, zurzeit wohl eher weniger. Dort oben ist das Grab von Rainer Maria Rilke, ein Dichter, schöne Gedichte geschrieben. Und da war ich auch schon mal, sehr schön. Und wirklich schöne Gegend hier. Dort sieht man nochmal die Kirche von Raron. Und hier, wie süß, ein kleines Schaf. Geht's doch mal hier direkt an der Rhone lang, einem unbefestigten Weg. Teich. Hier ist zwar keine Sonne mehr, aber es ist noch warm genug. Und wechselt gleich auch wieder in die Sonne, denke ich. Wunderschön, dieses Rote, was da wächst im Hang, also das sieht so rot ist im Herbst, sehr schön aus. Und hier schön die Rhone, die bunten Blätter, die Sonne da scheint, das ist wirklich schön. Also hier von der normalen Veloroute 1 abgewichen. Ups. Und jetzt muss ich auch schieben. Hier geht es ein bisschen hoch. Ja. Und eigentlich ein Wanderweg. Und mal gucken, ob ich hier auch lang komme. Ich wollte die Hauptstraße ein Stück Hauptstraße meiden. Aber ist natürlich nicht ganz so einfach dann. Ich glaube, gleich geht's wieder. Das ist auch ein schöner Berg. Gerade vergessen, der Finnpfeiler, genau, da würde ich auch gerne mal klettern. So schöne Merserlänge. Traumhaft warm. Also wirklich schön. Schön warm. Aber der Weg ist nicht ganz so einfach zu fahren. Ich bin jetzt gleich in Leuk. Ich denke, hier wird es auch wieder besser. Habe jetzt auch eine Zeit lang geschoben. Ab und zu konnte man auch fahren, aber sicher ist sicher. Und ja, 1,5 Stunden unterwegs.
Sehr schön. Jetzt erstmal eine Pause. Gerade durch die Baustelle entlang. Ging aber, stand jetzt gesperrt. Aber war jetzt kein Problem, da lang zu kommen. Man kann ja auch mal schieben. Und hier ist sie wieder zu Ende, die Baustelle. Geschafft. Echt schön hier in Leuk. Jetzt mache ich mich auf den Rückweg. Und die normale Route diesmal. Dort oben sieht man schon ein bisschen von den Gemmi-Wänden. Ist auch echt schön dort in Leukerbad. Felswände. Da fängt das Unterwallis an. Ich war bis Susten. Leuk Susten. Und hier geht's zurück ins Oberwallis. Drei Loks, meine Güte, das muss ja echt schwer sein. Aber schön, dass die Lkw-Güter jetzt auf dem Zug sind. In der Schweiz viel mehr als in Deutschland. Schön da hinten. Also hier vorne die Bewegung, dann ist Lissabon in der Mitte und links Wasserhorn und wo die Wolke ist, das Hillehorn, glaube ich. So, wieder zurück am Ende der Tour. Wirklich schöner Berg da zu sehen. Unbedingt nachgucken, ob das wirklich das Hillehorn ist oder ein anderer Berg. Also, ich stehe allerdings jetzt hier auf der Seite mit dem Auto und muss nach da. Ich hoffe mal, dass die Dinger rausgehen. Ja. Die muss ich dann gleich wieder umstecken. Hab so schön geparkt. Mit einer Hand ganz schön schwer. Das Ding. Und ja, genau. Gleich stecke ich die wieder um und dann bin ich fertig. Sehr schön hier. Tschüss zusammen.